Flöte spielen soll Spaß machen. Und wann macht es Spaß? Klar, wenn man vorankommt. Es können kleine Schritte sein, aber unterm Strich will man doch einen Fortschritt sehen und man möchte auch nicht zu viel da rein investieren. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen Video erfährst du, wie du mit 3 einfachen Schritten dein Flötespiel sehr verbessern kannst. Und am Ende des Videos habe ich einen ultimativen Tipp für dich, der dich nach vorne katapultiert, wenn du ihn beherzigst. Also bleib unbedingt dran! Bevor wir gleich reinspringen in das Thema, wollte ich noch mal ganz kurz sagen, dass du jetzt bei mir Kanalmitglied werden kannst. Durch die Mitgliedschaft hast du exklusive Vorteile. Du hast Zugriff auf besondere Videos. Du bekommst Übe-Tutorials. Wir machen Umfragen und insgesamt rücken wir ein bisschen näher zusammen. Ich würde mich total freuen, wenn du dazukommst. Drücke doch einfach auf den blauen Button bei meinem Kanal auf der Startseite und schau dir mal an, was die Mitgliedschaft dir alles so bietet. Aber nun geht's los mit unserem Thema. Wenn wir Querflöte lernen, haben wir es mit 3 wesentlichen Faktoren zu tun. Zum einen ist es unser Ansatz, damit verbunden ist unser Ton, wie schön der klingt. Zum anderen haben wir unsere Finger, damit verbunden ist, wie wir technisch weiterkommen. Und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist eben auch unsere Haltung. Damit hat zu tun, wie wohl wir uns fühlen beim Spielen. Im Folgenden schauen wir uns mal diese 3 Punkte an und du kannst überprüfen, wie sich das bei dir so verhält. Anschließend gebe ich dir den ultimativen Tipp, der dich nicht nur nach vorne bringt, sondern dir auch noch jede Menge Spaß bereitet. Los geht's! Wenn der Ton nicht schön klingt, macht das Spielen keinen Spaß. Wenn der Ton rauscht, die Mittellage herunterbricht und die Höhe schreit, kann man schon mal die Krise kriegen und man legt die Flöte lieber in die Ecke. Doch stopp! Man kann davon ausgehen, dass sich das Problem nicht von selbst löst. Also solltest du dich lieber mit dem gewusst wie beschäftigen, anstatt den Frust zu schieben. Kontrolliere doch mal vor dem Spiegel, wie dein Ansatz aussieht. Das Mundloch soll nicht zu groß und nicht zu klein sein. Das Mundloch ist in etwa zu 1/3 bedeckt von der Unterlippe. Auch legst du die Flöte gerade und rechtwinklig an und drückst sie nicht in der Kinngrube fest. Die Unterlippe ist ganz leicht nach vorne ausgestülpt und ist nicht an die unteren Schneidezähne herangepresst. Wenn du deine Unterlippe ausstülpst, kannst du sie ganz frei vor und zurück bewegen. Und das ist genau das, was du beim Überblasen in die Mittellage brauchst. Wenn du dann noch die Luft aus dem Bauch hinterher schiebst, wette ich mit dir, dass dir nicht mehr die Mittellage herunterkracht. Kontrolliere doch mal deinen Ansatz, wie der aussieht. So, nun haben wir den Ton im Griff und wollen endlich zum Spielen kommen. Und was machen Flötisten gerne? Klar, sie spielen schnell. Was aber, wenn du ständig stecken bleibst oder Fingersalat bekommst? Optimalerweise sind deine Finger rund und treffen gerade auf deine Klappen. Sie sind nicht schräg und deine Handgelenke sind nicht abgeknickt. Die Finger halten sich nicht an der Flöte fest. Sollte das bei dir noch der Fall sein, kannst du ganz toll die Balance üben, indem du die 3-Punkt-Übung machst. Dazu fixierst du die Flöte an nur 3 Punkten, ohne sie mit den Fingern festzuhalten. Ein Punkt ist deine Kinngrube, der 2. Punkt ist dieses Stückchen Zeigefinger, auf dem die Flöte aufliegt, und der 3. Punkt ist dein rechter Daumen. Und mit diesen 3 Punkten solltest du in der Lage sein, die Flöte ausbalanciert zu halten. Das gelingt besser, wenn die Achsen ein bisschen nach oben zeigen, dann ist der Schwerpunkt etwas ausgeglichener, weil die Achsen ziehen ja nach innen.
Und dann müsstest du dein Mundloch ein bisschen zu dir reindrehen. Das musst du dann mal probieren, was für dich da gut ist. Entscheidend ist jedenfalls, dass die Finger frei sich bewegen können, dass sie nicht krampfen, dass sie locker und rund sind und dass du möglichst eine lockere und ausgeglichene Haltung hast. Ganz wichtig, damit deine Finger laufen, wie man so schön sagt, ist auf jeden Fall, dass du lockere, runde Finger hast, die nicht krampfen und die sich auch nicht überstrecken. Kontrolliere doch mal für dich im Spiegel, wie es mit deiner Handhaltung so aussieht, ob du gerade von vorne auf deine Klappen kommst oder ob du eine schräge Handhaltung hast, überstreckte Finger oder gar Knicke in den Handgelenken. Das alles blockiert deine Geläufigkeit. Bevor ich jetzt gleich zu dem ultimativen Tipp komme, werfen wir noch ganz kurz einen Blick auf deine Haltung. Wenn wir Spaß am Spielen haben wollen, müssen wir uns wohlfühlen, auch körperlich wohlfühlen. Es nützen die schönsten Töne nichts, wenn wir verkrampft sind oder gar Schmerzen haben. Du solltest locker stehen, die Füße etwa hüftbreit auseinander, das Gewicht gleichmäßig auf beide Füße verteilt, der Oberkörper gerade, geöffnet, aber nicht verspannt. Die Schultern hängen locker, sie werden nicht nach oben gezogen, auch nicht beim Atmen. Die Arme sind leicht abgewinkelt und werden getragen. Es wird nicht der Ellenbogen auf der Hüfte aufgestützt. Du setzt die Flöte rechtwinklig unter der Unterlippe an, sodass wir hier einen rechten Winkel bekommen und die Flöte ist weder nach vorne noch nach hinten verkantet. All diese Faktoren wirken sich auf deine Haltung aus, auf deine Lockerheit und auch auf den Klang, weil natürlich deine Luft, je nachdem, wie schief oder gerade du die Flöte ansetzt, unterschiedlich auf deine Mundlochkante trifft und das wirkt sich natürlich aus, ist ja klar. Es mag sein, dass diese einseitige Haltung erst einmal anstrengend ist. Und wenn du merkst, dass du ermüdest, dann mach lieber eine kleine Pause. Dazu reichen ein paar Minuten. Aber fang nicht an, schief zu werden oder irgendwas hier abzustellen oder die Arme komisch zu halten. Dann einfach wirklich runternehmen, mal kurz weglegen, bisschen ausschütteln und danach bist du wieder wie neu. Nun sind wir die drei wesentlichen Punkte durchgegangen. Natürlich gibt es noch mehr. Das sind aber die Basics, die auf jeden Fall stimmen sollten, dass du zum einen weiterkommst und zum anderen eben dich auch wirklich körperlich wohlfühlen kannst. Und das sind nicht nur Punkte, die für Anfänger entscheidend sind. Auch du als Fortgeschrittener solltest mal diese Sachen überprüfen und schauen, ob du eventuell da auch noch etwas dran verbessern kannst. Jetzt kommen wir zum ultimativen Tipp, den ich dir am Anfang versprochen habe. Versuche regelmäßig zu spielen. Kurze, konzentrierte Einheiten, dafür lieber öfter, bringen dir mehr als lange, manchmal leicht gequälte Einheiten, die aber in größeren Abständen auseinanderliegen. Ganz, ganz wichtig ist, dass du an deinem positiven Mindset arbeitest. Du wirst dir sicherlich zuhören und auch feststellen, dass manche Sachen noch nicht so gut sind, noch nicht so gut klingen oder technisch nicht so gut klappen. Das ist auch alles richtig und wichtig, um weiterzukommen. Dennoch versuche zu sehen und zu hören, was du bereits kannst und dich auch daran zu erfreuen. Und diese Stärken, die du hast, kannst du ja auch ausbauen. Natürlich sollst du deine Schwächen nicht vernachlässigen und weiter daran üben. Aber oft ist es so, dass man sich total an seinen Schwächen aufhängt und ständig sieht, was man alles nicht kann. Also bringe mal deinen Blick auf die andere Seite und schau einfach, was du alles kannst. Das ist sicherlich schon eine ganze Menge. Was immer wichtig ist, dass man einen gewissen Plan hat. Wenn man einfach so vor sich hinspielt, dann dümpelt man zu sehr rum, man hat keinen roten Faden und man dreht sich im Kreise. Also stecke dir Ziele, aber stecke dir überschaubare Ziele, die du auch wirklich schaffen kannst und freue dich dann auch über die Teilerfolge.
Manchmal ist es auch ganz gut, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem den Weg ein bisschen zeigt, an dem du dich dann orientieren kannst. Also ganz wichtig, erhalte dir auf jeden Fall den Spaßfaktor am Spielen, denn Musik machen ist etwas ganz, ganz Tolles und Flöte spielen ist einfach super. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dass du da auch ein paar Erkenntnisse wieder für dich draus gewinnen konntest. Gib mir doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und bewege doch mal vielleicht in deinem Herzen, ob du Lust hast, Kanalmitglied zu werden, um noch mehr informative Videos oder auch über Tutorials zu sehen. In diesem Sinne, bis ganz bald.